Ausländer kosten uns Millionen. Recht auf Asyl abschaffen. Dies ist das Motto unserer Kundgebung hier bei Ihnen im schönen Friedland. Millionen werden für Asylanten und Gemeinschaftsunterkünfte wie hier in Friedland verpulvert. Während vielerorts das Begrüßungsgeld für Neugeborene gestrichen wird, Straßen ein erbärmliches Bild zeigen, Feuerwehren hinsichtlich ihrer technischen Ausstattung auf den Fahrverstrauchen. Wir setzen uns für eine ersatzlose Streichung des sogenannten Asylparagraphen ein, weil das weltweit einzigartige Asylrecht in der BRD erstens zu einem Missbrauch in kaum vorstellbarem Ausmaß geführt hat und zweitens die Staatsausgaben in Milliardenhöhe belastet. Überall, auch hier im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, schreien die demokratischen Parteien lauthals nach Zuwanderung. Es sind dieselben Politiker, die jungen Deutschen, die im Lande nach wie vor keine Zukunft, keine Perspektive bieten. Wir wollen und wir können nicht länger das Sozialamt der Welt sein. Eine um sich greifende Verarmung ist mittlerweile in allen Bevölkerungsschichten unseres Volkes allgegenwärtig. Es sind Väter, die trotz voller Arbeitszeit nicht mehr in der Lage sind, ihre Familie, ihre Kinder zu ernähren. Es sind junge Frauen, die aus Angst vor Armut auf den Kinderwunsch verzichten müssen. Es sind Alte, die ihr Leben lang gearbeitet haben und jetzt um ihre Rente und einen sorglosen Lebensabend bangen müssen. Zeigen Sie dieser Politik die rote Karte und unterstützen Sie die Arbeit, unsere Arbeit, die Arbeit der SPD. Denn ohne Druck von unten wird sich oben nichts ändern und niemand wird sich regen. Wir als SPD wollen dieser Entwicklung nicht schweigend zusehen und gehen deshalb für Sie, für unsere Kinder und für die Zukunft unseres Volkes auf die Straße. Schon am 9. November werden wir bei Ihnen in Friedland eine Demonstration unter dem Motto Asylmissbrauch, nein danke, wir sind nicht der Sozialamt der Welt, kein Asylantrein in Friedland durchführen.